Mein Name ist Bond. James Bond. Daniel Craig will seinen Job als Geheimagent wirklich an den Nagel hängen. Und das war natürlich bei der Bond-Premiere in Wien Gesprächsthema Nummer 1. Plus, wer soll Monica Bellucci als Bond-Girl nachfolgen? Wen würdest du gerne in der Rolle eines Bond-Girls sehen? Ja, jetzt, wo ich dich sehe, würde ich dich vorschlagen. Glaube ich, da könntest du auch. Du, die Gage kriegst du später, gell? Das haben wir eh besprochen. Ja, gut. Nina Prol würde ich gerne sehen. Ja, so ein anderer Typ, und so ein uriger Typ. Sie ist so unverwechselbar und sehr bodenständig. Ein Typ, der gefällt mir. Meine schöne Frau ist für mich eigentlich meine schönste Bond-Girl. Na, Schalk, das wäre ein richtiges Bond-Girl. Ich habe gerade Gänsehaut, ein richtig heißes Bond-Girl. Daniel Craig spielt zum letzten Mal den Bond. Wen würdest du dir für nächstes Mal gerne wünschen? Also ich habe die Idee mit einem Schwarzafrikaner toll gefunden. Ja. Das wäre ganz toll. Also ich bin für einen schwarzen James Bond. Das wäre geil. Am besten, man wechselt einfach den Bösewicht aus und macht ihn zum James Bond und macht dann der Waltz. Das wäre dann der erste Österreicher, der Bond ist. Wen würdest du dir denn wünschen als Bond? Mein Mann. Ja, aber dann das, sehr gut. Dann muss er aber mit einem Bond... Nein, wäre blöd, wie kam ich auf diese blöde Idee? Mir ist wurscht, nur nicht mein Mann. Eine Frau. Es gibt so viele tolle Schauspielerinnen. Da haben wir eine große Auswahl. Würde Roman Raffredin einen Vorschlag machen? Ja, okay. Es ist total schön. Ich freue mich unheimlich. Es ist nur derart an der Realität vorbei und ich bin ja ein ziemlicher Realist. Berühmte Bond-Sätze gibt es ja viele. Ihr Lieblingssatz? Ich bin lieber gerührt als geschüttelt. So mag es einen Drink. Geschüttelt, aber nicht gerührt. Strichnul, но не помешал.